Hier haben wir einen Pilz, da ist Lapis Lazuli, da ist Gold. Ebenfalls alles über einen Lavasee. Juhu, aber das abgebaut. Okay. Ohne in die Lava zu fallen. Hey, ja, ohne in die Lava zu fallen. Jetzt ist so flupp. Nein. Das wäre wirklich lustig. Gib's doch zu, du würdest lachen. Ja, da hast du recht. Diamanten! Wow, Diamanten, die finde ich so selten. Ich freue mich. Yay! Und es sind zum Glück auch nur 6 Stück. Also gar nicht übertrieben viele oder so. Hui! Also nicht wundern, liebe Zuschauer, ich muss den Wolk hier ein bisschen beruhigen, damit er nicht einen totalen Kollaps kriegt, weil er sowas nie findet. Hey, bestimmt habe ich das auch schon mal irgendwo gefunden. So, hier ist leider nichts mehr. Ich einfach straight an Kohle, Eisen und Redstone vorbeilaufe, hier ist leider nichts mehr. Tja, irgendwann interessiert es einen halt nicht mehr. Und da haben wir auch Gold. 2 Blöcke. Sehr schön. Wer hat, der kann, war. Und da hinten ist Diamant. Oh mein Gott, ey. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt krieg ich hier voll meine Strähne. Und gleich geht's nur noch klack in der Lava. Strähne, bist du beim Friseur? Ja, ja. Ups. Was machst denn du? War jetzt ein kleiner Fehl. Aufnehmen, Friseur. Ja, ich nehme auf, wie ich zum Friseur gehe. Special, mein Friseurbesuch. Gesponsert von meinem Friseur. Erzähl's deinem Friseur. Finde deinen Friseur. Das war übrigens der, ich wäre jetzt echt beinahe in die Lava gefallen, Schrei. So, 22 Lava, ja genau, 22,6 Lava habe ich gefunden. Diamant habe ich jetzt, Stacks vor allen Dingen. 22 Stacks Diamant. Ja, gerade ebenso gefunden, einfach mal. Ja. Warum nicht, wa? Nein, ich meine natürlich 22 Erze, also nicht, sondern die Roherze. So wie du es in der Wand findest, genauso habe ich sie im Inventar gerade drin. Deswegen habe ich dazu jetzt aus Versehen Stacks gesagt. Weil die da halt noch drin stacken, weißt du wie? Ach so, ja das So habe ich mir das jetzt hergeleitet. Ja. Mit meinem perfekten Englisch. Ja. Alle meine Zuschauer werden auch wissen, dass ich perfekt Englisch kann. Man muss sich nur mal das The Crown Let's Play anschauen, wo ich versucht habe, das Let's Play zu übersetzen, weil das Spiel ja komplett auf Englisch war. Das war... Also, Never Guess ist wohl der beste englisch sprechende Let's Player, den ich so kenne. Sagt doch meine Lehrerin immer zu mir. Spricht sogar besser als alle Amerikaner Englisch und so. Ne? Ja, so PewDiePie und so steche ich da locker aus. Wo ich bestimmt überhaupt keine Ahnung, wer PewDiePie ist. Nö. Das ist der größte amerikanische Let's Player, den es gibt, von der sozusagen. Das ist der Big Daddy des Let's Play. Ach so. Der hat, glaube ja, ich. Ja doch, dann kenne ich den. Der hat, glaube ich, 13 Millionen Abonnenten oder so. Oder 30, ich weiß es nicht. Also nichts im Vergleich zu dem, was hier Gronkh oder sowas erreicht haben. Also ja, logisch, Amerika ist auch wesentlich größer, da kriegst du auch wesentlich mehr Abonnenten. Ich wollte gerade sagen, also da ist ja natürlich auch viel mehr. Und bei denen ist das ja auch vollkommen anders mit der Bezahlweise, da kriegen die ja
Also der ist bestimmt Millionär oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Weil die kriegen dann noch mehr Geld für ihre Let's Play-Einnahmen und so. Soweit, ich möchte jetzt keine Scheiße erzählen, aber ich glaube, es ist so. Dass die dann in Amerika noch besser bezahlt werden dafür, dass sie die Marketing betreiben. Ja, es kommt bestimmt auch immer drauf an, von wem du dann gesponsert wirst und so und. Nee, das hat ja nichts damit zu tun. Das Marketing ist ja über YouTube. Ja, aber es ist auch leichter, glaube ich, als Amerikaner in Deutschland bekannt zu werden, als Deutscher. Ein Deutscher in Amerika. Ja, das Diamanten! Ist komisch. Also ich finde eindeutig zu wenig Diamanten. Oder wie siehst du das? Total wenige. Oh mein Gott, ey, der Wolken denkt sich gerade sicher so. Dass du dich nicht schämst. Ja. Ui. Also, ui. Gut, okay. Ich habe mich nicht erschreckt, nein. Gar nicht. It's cool, man, wollte ich dazu nur mal sagen, ne? Aber absolut, du. So. Ich habe auch kein Holz mehr dabei, sehe ich gerade. Das heißt, ich kann auch keine Fackeln mehr machen. Jetzt haben wir ein Problem. Keine Fackeln mehr und kein Holz für neue Fackeln. Das ist natürlich jetzt so. Suboptimal. Little bit. Weil ich nicht mehr so viel sehe in der Höhle. Na gut. Da hinten sehe ich noch Fackeln meinerseits. Ich überlege gerade, wo wir herkommen. Seinerseits sieht er da Fackeln. Hier ist Holz, super. Wir sind wieder in der Mine. Das heißt, ich kann mir jetzt wieder Fackeln machen. Lalalala. Dann machen wir uns mal Fackeln. Schmeiße ich mal ganz kurz den Feuerstein weg. Das braucht eh keiner. Und dann machen wir uns da mal ganz schnell ein paar Fackeln. Haben wir noch irgendwo ein Kohle? Da ist noch Kohle. Kohle. Kohle, 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 Kollegen, da. Was? Kohle, 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 Kohle. Ba. Na. Das ist der neueste Hit von Kollega. Bedummt. Hahaha, das war ja... richtig schlecht. Ich wundere mich, dass ich bis jetzt noch keine Kisten in den Höhlen gefunden habe. Den Disc-Kennzeichen. It's a rhyme. Was war da alles gerimt? Weiß ich nicht. Ach so. Ja, natürlich, finde ich auch. Ah, okay, jetzt hat es mich auf die andere Seite verschlagen von der Höhle. Wow, hier ist ganz schön dunkel. Und da ist Gold. Und da ist Smaragd. Nehmen wir natürlich alles mit sozusagen eingesackt. Das war ein Rhyme. Der war zwar schlecht, aber es war ein Rhyme. Und da ist noch ein Smaragd. Und da ist noch ein Smaragd.
Ja, okay, ein bisschen schäme ich mich schon. Und da ist doch Diamant. Oh mein Gott. Ey, das ist doch... Irgendwo hört's mal. Ja klar, wenn die Höhle leer ist, hört's auf, da hast du vollkommen recht. Wow, da ist die Spinne. Huh, ich hab's kaputt gemacht. Einfach so kaputt. Bam. Bam, bam. Ich komm von hinten so eine Spinne und kickt bam, bam, mich bam. Einfach mal. Kickt mir ins Gesicht sozusagen. Kick in your face. So nach dem Motto, nee, 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 nee. So, nicht. Oh, was ist das denn? Da haben wir einen Spawner gefunden. Einen Spawner? Was spawnt der denn? Skelette, na klasse. Großes Kino. Genau die habe ich jetzt natürlich gebraucht. Okay, ich habe noch eine Fackel, das ist nicht gut. Ah, cool, Kohle. Oh, cool. Eine Kohleader genau neben mir. Das klärt mein Fackelproblem. Ah! Wieder einmal habe ich mich nicht erschreckt. Das waren... Merkt man nicht mehr. Also... Ich unterdrück das einfach ganz gekonnt. Kannst das sehr gut verstecken. Ja, ja, ne? Hier würde ich sagen, oh mein Gott! Immer dieses kurz vor Verzweifeln, dieses, oh mein Gott, nein! Ich hab mich jetzt nicht erschreckt. Ich brauch nur ein bisschen Kohle, Holz. Dann ist alles wieder schön. So, super, jetzt habe ich mich wieder 16 Fackeln. Und ich dachte, das ist der Moment, wo ich mal wieder meinen Bogen benutzen sollte. Hier lebt immer noch. Wow, ganz ruhig. Hui. Okay. Alles ausleuchten. Und dann schauen wir, was in den Kisten drin ist. Ein Sattel, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir mal die Flintstones raus. Ein Brot kann man noch gebrauchen. Ein verzaubertes Buch der Unendlichkeit. Oh mein Gott. Das ist ja mal mega geil. Weißt du, was ist, Wolke? Nee. Das kannst du auf deinen Bogen machen. Und dann kannst du so lange unendlich viele Pfeile schießen, bis du, also solange du musst nur einen einzigen Pfeil im Inventar schießen und haben und kannst dann so viele schießen, wie du möchtest. Sehr geil. Yep. Und da haben wir noch einen Sattel gefunden. Dafür hau ich jetzt einfach mal den Stapel Redstone weg, weil Redstone brauche ich eh nicht. Dann haben wir noch drei Weizen gefunden, die kann ich jetzt auch noch lassen. Und ein Schutz-2-Zauberbuch. Kommt euch jetzt mal die Schienen weg, das braucht wohl nicht. Da hau ich nochmal den anderen Redstone-Stapel weg. Das ist Double. Denn den brauchen wir ja auch nicht und das können auch eigentlich, obwohl die Kiste wahrscheinlich jetzt hier stehen. Ja. Wo ist das da hinten denn? Das sind ja einfach mal 3 Trilliarden Skelett. Plus minus 5000.
Autsch. Okay, jetzt haben wir erstmal eine tausendfach heftige Ich kill das Skelett Action hingelegt. Jetzt mal gucken, was hier, wie es hier so weitergeht, weil das, die Mine ist noch lange nicht erforscht. Und überall mit Kies zugeschüttet. Na gut. Lol. Mann, jetzt los. Hier ist ein Skelett, das killt mich gerade, weil ich nicht zu ihm durchdringen kann. Jetzt muss ich deswegen gerade meinen Bogen auspacken. Mein langes Ding, wenn du verstehst, was ich meine. Oh ja. Oh ja. Okay. Jetzt bin ich hier irgendwie in einem Ding gelandet, wo ich nach oben laufen kann, also mich graben kann. Das war natürlich auch nicht schlecht. Das ist irgendwie so, sieht aus, könntest du dir vorstellen, als wenn du dich in einem Vulkan nach oben graben würdest, in dem Schlund von einem Vulkan. Und jetzt habe ich hier gerade wieder ein Smaragd gefunden, ansonsten ist ja aber gerade alles dunkel. Weil ich gerade kein Holz mehr habe. Ist aber auch vollkommen egal, weil ich will mich eh nach oben graben jetzt. Gut, der war jetzt überraschend. Was ist das denn? Wo bin ich hier? Ich sehe gerade echt gar nichts mehr. Das ist stockdunkel hier und ich kann auch gerade keine Fackel mehr machen. Das ist immer das Beste. Schießt in der Höhle drin. Oh, ich sehe nichts. Ah, kacke, ich habe auch keine Fackeln mehr.